Hey Leute, kommt mit nach Early Town. Diese Stadt ist wunderschön anzuschauen, denn Early Town, Early Town. Let's start again. Moin ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack. Heute endlich mal pünktlich. Es tut mir wirklich leid, dass gestern die Folge so spät gekommen ist. Aber ich hatte ein tierisches Problem mit meinem Adobe. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich das Video gerendert habe, war es am Ende fehlerhaft, so dass nur 5 Sekunden vom Video gerendert wurden. Obwohl das Video eine halbe Stunde gerendert hat. Keine Ahnung, das habe ich ganz, ganz selten, dass das mal vorkommt. Und ja, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist, Leute. Und ihr da nicht allzu angepisst seid. Ja, es tut mir wirklich leid. Heute wieder pünktlicher die Folgen. Sowieso diese Woche soll es jetzt ein bisschen pünktlicher werden. Das Problem ist halt immer, wenn ich mit Zander zusammen aufnehme, der macht manchmal sehr lange Livestreams. Und ja, wie heute bin ich jetzt wieder alleine am Start. Denn der Sweet the Boy hat gestern wieder ganz lange gemacht. Und ja, schläft wahrscheinlich jetzt aus. Ist ja nicht so schlimm. Ganz wichtige Info, heute gibt es einen fetten Livestream, ja, so wie ich das mitbekommen habe, sind heute Abend auch einige andere Leute am Stream. Also wird es wieder mega, mega lustig. Und ja, ich hoffe, ihr habt darauf Bock, ja, wenn ja, könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Link zu meinem Livestream ist unten in der Beschreibung. What? Wow, wow, wow. Ich wollte nur einen Turm beim, Petrit bauen eigentlich. Ich wollte dem jetzt mal ein bisschen was heimzahlen, weil, joa. Der Junge nämlich hier Geheimnisse vor uns hat und das so leider nicht geht. Da müssen wir das ein bisschen anders machen. Ich hoffe, das passt jetzt. Dann bauen wir den Turm nämlich hier oben auf. So, dann hat er da noch so ein paar Pferdereiter stehen jetzt beim nächsten Mal. Da würde ich sagen, dann ist uns der Troll auch gelungen beim lieben Petrit. Und ja, auf geht's hier. Wie gesagt halt, ne, der liebe Petrit, der wird heute getrollt, weil der, ja, Geheimnisse vor seinen eigenen Leuten hat. Der gehört zu unserer Mafia und hat hier Geheimnisse, die er uns nicht preisgeben wollte. So, und dafür wird er jetzt eine Strafe heute mal erhalten, ne. Dann müssen wir dem Petrit mal zeigen, hier, Junge, man macht das nicht mit seinem Kollegen, man hat keine Geheimnisse, sondern man erzählt immer alles weiter. Und deswegen müssen wir dem eine kleine Abreibung verpassen. Deswegen würde ich sagen, der Turm schlägt zurück und heute wird der Petrit einen richtig schönen Turm bei sich am Platz bekommen. Da wird er sich auf jeden Fall drüber freuen, denke ich mal. So, zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr heute gerne im Livestream einschalten. Ich werde so gegen 14 Uhr anfangen, das heißt, wenn das Video online ist, läuft der Livestream noch nicht. Aber um 14 Uhr geht's los. Würde mich auf jeden Fall über reichliche Beteiligung, ja, oder reichlich, so, über reichlich Beteiligung natürlich freuen, wie immer. Würde auf jeden Fall eine richtig witzige Sache. Der Zander wird auf jeden Fall heute streamen, so wie ich das mitbekommen habe. Dann wollte, glaube ich, Revi heute sogar streamen. Vielleicht kann man da wieder was zusammen machen, dass es schön witzig wird. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist sogar der Early Boy am Start. Müssen wir einfach mal schauen. Und Petrit ist bestimmt sowieso heute da. Ja, und morgen und übermorgen gibt es dann ja sowieso wieder einen richtig fetten Livestream. Samstag ist jetzt immer richtig großer Livestream. Da fange ich immer um 12 Uhr an, da knallt hier ordentlich die Hütte. Und ich hoffe, dass das momentan so auch für euch alle in Ordnung ist, ne? Dass hier so täglich immer ein Craft Attack Video kommt. Jetzt gestern leider nur einmal sehr, sehr, sehr spät, wofür ich mich nochmal echt zutiefst entschuldigen möchte, Leute. Das war absolut gar keine Absicht. Aber naja, es gibt ab und zu mal so technische Probleme und da muss man dann durch, ne? Das kann ich leider nicht so ganz verhindern. Und ab nächster Woche fangen wir auch an, sehr produktiv zu werden. Dann werde ich nämlich schön an meinem Haus weiterbauen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass nächste Woche mein Haus auf jeden Fall erstmal richtig schön Fortschritte machen wird. So, genauso wie Petrit seinen Turm. Der macht ja auch gerade richtig schön Fortschritte. Ich habe aber keinen Eimer mitgenommen. Das ist ein bisschen dumm. Egal, ich kann mich ja jederzeit da auf den Berg rüber bewegen und dann bin ich hier weg. So. Und dann kann der liebe Petrit hier sich mit seinem Turm zufrieden geben. Mal schauen, was Revi dazu sagen wird, wenn er das nächste Mal einloggt. Weil mittlerweile sind hier überall Cobblestone-Bauten. Da hinten ist Early Town, das zeige ich euch auch gleich mal. Das habe ich nämlich in einem Livestream gebaut. Das ist eine Burg für Early Boy. Und ich glaube, dass wenn Revi das sieht, der sich nicht so sonderlich darüber freuen wird. Aber da muss der liebe Revi leider durch. Oh, zack, zack, zack. So, dann bauen wir nämlich hier mal schön weiter dran alles. So, 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 zack, 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 zack. Und dann haben wir hier nämlich ordentlich gleich, ja, einen schön vernünftigen Turm.
Ich baue mit Absicht sogar keine Treppe rein, damit der liebe Patrick ein bisschen Probleme hat beim Abbauen. Weil das ist richtig nervig, wenn man nicht nach ganz oben kommt und von oben an anfangen kann, sondern sich erst hochbauen muss oder so. Da werden wir mit Absicht mal keine Treppe reinbauen, denn der liebe Patrick, der muss auf jeden Fall lernen. Man hat niemals Geheimnisse vor seiner eigenen Mafia. So, jetzt müssen wir mal schnell was essen noch. Rotpilz scheint von der ganzen Aktion sowieso nichts mitzubekommen. So, zack, 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 zack. Und dann bauen wir mal hier weiter. Ach, da ist ein Creeper. Alles klar, Freundchen. Brauchst gar nicht erst denken, dass du aus dem Hinterhalt kommst und mich hier wegsprengen kannst, hör mal. Erzähl dir was anderes. Blöden Mistviecher. Ja, er stellt sich schon so genauso an die Kante, ne? Das sind die Richtigen. Das sind die Richtigen. Ja, kannst du hier hochgucken? Du wirst hier mit Sicherheit nicht hinkommen, du kleiner Drecksack. Wünschst du dir wohl gern, dass du mich hier wegsprengen kannst? Nie im Leben. So. Bauen wir den Turm noch ein bisschen weiter hier. Ich weiß noch nicht, wie hoch wir den bauen sollen. Wie hoch sind wir denn aktuell? Ah, Ebene 155. Hm, 257 ist, glaube ich, das letzte, ne? Ja, ich glaube, aber das würde sehr lange dauern, bis wir auf der Höhe sind. Ich glaube, da reichen die 15 Minuten des Videos nicht so zu aus. Das wird ein bisschen schwierig. Ich denke mal, wir bauen jetzt noch ein, zwei Ebenen da drauf. Und dann können wir den Abschluss machen. Dann wird der liebe Patrick sich auf jeden Fall freuen, wenn sein Turm hier steht. So. Ich glaube, ich werde demnächst auf jeden Fall sehr hart einbüßen müssen, Leute, ja? Weil wir haben jetzt so unnormal viele Leute in dieser Trollwoche getrollt und uns so viel Feinde gemacht, ne? Damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen in der nächsten Zeit, dass ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Troll sogar abkriegen werde. Aber kein Problem, Leute. Der Kevin, der ist ja ein harter Bursche, ne? Und der zahlt allen Leuten es heim. Also Weiß-Weiß hat gestern direkt seine Abreibung dafür bekommen, dass er uns zurückgetrollt hat. Und ja, ich bin mal gespannt auf seine Folge heute, ne? Guckt auf jeden Fall mal beim lieben Weiß-Weiß rein. Der sollte auf jeden Fall lieber lernen, beim nächsten Mal seine Stromrechnung zu bezahlen. Dann hat er auch nicht so Probleme mit dem Licht. Sag ich jetzt einfach mal. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir das hier zu. So, Patrick. Gleich hast du einen sehr schönen Turm bei dir stehen, ne? Freust dich ja über so Türmchen immer. Oh. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, dann bauen wir hier oben nochmal so rum. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. So, dann machen wir hier so zack, 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 zack. Dann müssen wir so machen, okay. Ja, ist doch ein schöner Turm geworden, ne? Sehr geil. Da wird der liebe Patrick sich freuen drüber über den Turm. So, dann gehen wir jetzt mal hier zurück. Zack, 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 zack. Ja, nicer Dicer, würde ich einfach mal sagen zu dem Turm. Der ist auf jeden Fall schick. So, Patrick, zeig mal, ob du ein bisschen Holz hast, damit ich schon mal Schilder craften kann. Ach, er hat sogar direkt Schilder hier. Habe nie Geheimnisse vor deinen Brüdern. So, jetzt schreiben wir das so. El Locha Pitanos. So. Sehr schön, dann haben wir den Patrick getrollt. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Also wie gesagt, halt nächste Woche fange ich dann an, produktive Folgen rauszuhauen. Ich finde es einfach ganz gut, dass wir jetzt so eine Trollwoche gemacht haben, weil guckt euch das mal an, Leute. Die meisten sind schon sehr weit mit ihren Häusern. Ich bin jemand, der noch nicht so weit ist. Finde ich auch ganz gut, denn ich habe vor, lange, lange Craft Attack zu bringen. Und wenn ich jetzt schon bald mein Haus fertig hätte, dann wäre das echt ein bisschen langweilig. Jo, alles klar, Revi wurde auch getrollt. Aber nicht von mir. Keine Sorge, ich habe den Bürgermeister nicht getrollt, den selbsternannten Bürgermeister. Wie gesagt, es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt schon fast meine Folgen alle fertig hätte, so gesehen mit dem Hausbau. Und deswegen, ne, wird noch kommen, keine Sorge, also wir werden noch produktiv werden. Ich habe die Monsterfarm mittlerweile abgeschlossen, eigentlich hätte ich euch die jetzt mal eben schnell zeigen können. Aber ich zeige euch einfach erstmal,
Early Town. Hey Leute, kommt mit nach Early Town. Diese Stadt ist wunderschön anzuschauen. Denn Early Town, Early Town. Oh, okay, alles klar. Ja, das ist Early Town, meine Freunde. Der liebe Early Boy hat sich mega über diese Burg gefreut. Ich habe den auch so ein riesengroßes Survival-Paket dagelassen. Hier, da sind überall Sachen drinne. Und ja, da hat er sich mega drüber gefreut, der liebe Early Boy, dass ich ihm das alles gegeben habe. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, okay, Early Boy hat so Probleme momentan. Hilf's ihm einfach mal, ja. Oh, nice. Okay, hier hat einer aber schon die Burg ein bisschen kaputt gegrieft. Und ja, das ist jetzt Early Town. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Early Town findet. Ich finde es auf jeden Fall ganz geil. Vor allen Dingen, dass die Stadt ihren eigenen Song hat. Hey, komm mit nach Early Town. Okay, schau auf. Oh, hier sind unten wieder Tintenfische. Eigentlich könnte ich von denen gut Tinte gebrauchen. Aber das machen wir jetzt nicht in der Folge hier. Ich werde euch jetzt nämlich noch zum Abschluss einmal schnell die Monsterfarm zeigen. Ich muss nur noch das Spülsystem bauen in der Monsterfarm. Damit das, ja, damit die nämlich ziemlich nicer dicer wird. Und ja, ich hoffe, dass ich das irgendwann jetzt hinkriege. Übrigens, mein Kuhstall läuft auch schon. Da können wir jetzt eigentlich mal ganz kurz schnell auch noch reingehen. Kann ich nämlich die Kühe füttern, damit die sich wieder ein bisschen vermehren. Die fühlen sich auf jeden Fall pudelwohl in dem Bonzenstall. Und, wo gehen wir hin? Hier, Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was in die Kisten wieder tun. So, zack. Ich weiß, wo ich auf jeden Fall Getreide habe. In welcher Kiste? Nämlich hier. Zack, dann nehmen wir mal 32 mit. Da werden die sich drüber freuen, wenn die jetzt wieder was zu futtern kriegen, unsere Kühe. Oh, ja, die hören es schon. Oh, ja. Papa Kevin kommt und gibt euch Essen. Esst und vermehrt euch. Werdet mehr, damit ihr mir in schlechten Zeiten den Segen des Fleisches bringt und genügend Essen, meine Freunde. Denn der Kevin braucht leckeres Fleisch. Steaks. So, dann gucken wir mal eben nach meiner Monsterfarm. Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was am Start haben. Wenn ihr Bock habt, können wir auch gerne erstmal am Montag, bevor es losgeht mit der Produktivität, könnt ihr ja mal in die Kommentare auch schreiben und ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr die Idee gut findet. Vielleicht eine kleine Stadtrundführung machen erstmal. Dann gucke ich mir mit euch erstmal in Ruhe die Stadt an. Oh, nice. Damn, hier haben wir richtig Pfeile. Geil. Nehmen wir alle mal mit hier. So, dann könnt ihr, wie gesagt, abstimmen, ob ihr Bock habt auf eine geile Stadtrundführung. Dann werde ich euch mal alles so ein bisschen zeigen. Und, ja. Lasst einfach mal ein Däumchen da oben da und schreibt es in die Kommentare. Hier haben wir auch nochmal ordentlich Kartoffeln am Start. Die habe ich auch irgendwo gebunkert. Ich weiß zwar nicht, ach, da. Okay, sehr schön. Ich habe mittlerweile richtig viele gebackene Kartoffeln. Und dann gehen wir mal ganz kurz hoch zu unserem guten alten Freund, dem Fisch. Denn der liebe Zander, der hat ordentlich weitergebaut, Freunde. Guckt euch das mal an. Der hat hier so einen richtig schönen Weg gebaut. Weiß ich gar nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ne? Jetzt der Zander und ich, wir haben unser Haus verbunden. Hier hinten ist sogar ein Netherportal. Finde ich super, super awesome, dass er das gebaut hat. Weil jetzt können wir jederzeit dort reingehen und dann, ja, sind wir relativ fix im Nether. Und ich glaube, Zander wurde auch getrollt wieder. Zander kriegt es auch momentan ganz schön hart ab. Jeden Tag, wenn er online kommt, hat er hier irgendwelche Sachen hängen. Alter! Hatte der das nicht fertig gebaut hier? War das nicht fertig gebaut? Kann ich nicht direkt sagen, aber wenn ja, kann sein, dass Zander richtig gegrieft wurde hier, also ich weiß es nicht, Leute. Hatte der das noch nicht fertig gebaut oder hatte der das? Ich weiß es nicht. Hm. Aber auf jeden Fall wurde der Zander jetzt richtig heavy getrollt. Richtig, richtig heavy. Oh, was hat denn der hier hinten? Ach, das ist ein Abgang in die Mine. Okay, alles klar. Ja, was man dem lieben Fisch aber auf jeden Fall lassen muss, ne? Der hat eine ordentliche Sortierung bei seinen Kisten drin. Ich mach mal hier die Tür zu. Und ja, da werden wir dem nachher auf jeden Fall mal helfen, da die ganzen Fische zu entfernen. Ich glaube, das wird er auf jeden Fall nicht auf sich sitzen lassen. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Denn das war's von der heutigen Folge Craft Attack 3. Der Turm schlägt zurück bei Petrit. Und ja, ich hoffe, dass ihr morgen auf jeden Fall wieder einschaltet. Vergesst nicht, heute ab 14 Uhr geiler Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv.
Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung und wird bestimmt am Anfang des Videos aufgeploppt sein. Und ansonsten morgen ab 12 Uhr gibt es den richtig mega, mega fetten großen Livestream. Ob ich Sonntag streamen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch mal mit meiner Freundin was unternehmen. Müssen wir mal schauen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute mit dabei seid, wenn es wieder hier live an den Start geht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.